Ja, hi, mein Name ist Florian Abel, spiele zentrales Mittelfeld und trage die Nummer 8 nächste Saison. Blaue TV zum zweiten, nochmal aus Uerdingen vom Rundweg heute. Wir kommen auch mit Blau-Rot TV ganz gut rum, nicht nur die Spieler. Heute jetzt mit einem Rückkehrer, sage ich erstmal willkommen zurück beim KFC, durfte ich ja 7-mal auch noch nicht sagen. Florian Abel, hallo. Ja, hi, freut mich, danke für die netten Worte zu Beginn. Ja, freue mich wieder hier zu sein und ja, diesmal auch mit dabei zu sein. Ja, ja genau, kommen wir gleich auch noch zu. Erstmal stelle ich dich wieder ein bisschen vor, für die, die noch neu dazugekommen sind, wer sich nicht mehr an dich erinnern kann. Du wirst einen Tag nach unserem ersten Spiel 34 Jahre alt, wenn ich das richtig gesehen habe. Bist in Oberhausen geboren und bist auch groß geworden, hast da alle Mannschaften praktisch durchlaufen. A-Jugend, zweite Mannschaft, erste Mannschaft reingespielt worden. Und dann, jetzt muss ich wieder nachgucken, hattest du noch ein paar Stationen, Wuppertal, Aachen, Sonsberg, Turbo Düsseldorf und zuletzt ersten FC Bocholt. Einen habe ich vergessen und das war natürlich der KFC. Ja. Und zwar in der ominösen Saison 15-16. Ich glaube, da hat nur Idrissou auch bei uns im Kader gestanden. Genau. War nicht ganz so erfolgreich. Das stimmt wohl, ja. Reden wir gleich auch noch drüber. Ja. 7 Jahre später bist du wieder hier. Ja, wie ist es, wieder beim KFC zu sein? Hat sich irgendwas nicht verändert oder hat sich alles komplett verändert? Gibt es noch ein paar Leute, die vielleicht noch da sind? Ja, wie ich gerade schon sagte, ich freue mich wieder hier zu sein. 7 Jahre ist viel passiert. In der Zwischenzeit hat man ein paar Jährchen mehr auf dem Puckel mittlerweile. Freue mich aber trotzdem jetzt hier zu sein und damals war es nicht ganz so erfolgreich das Jahr. Du sagst es gerade schon mit Idrissou, Timo Achenbach, auch noch ein Freund heute von mir. War nicht ganz so erfolgreich das Jahr. Danach ging es aufwärts und jetzt wollte ich einfach einfach ein erfolgreiches Jahr spielen und da freue ich Bock drauf, freue mich und man sieht, was es für ein Verein einfach ist, ne? Welche Strahlkraft einfach da ist, 1000 Dauerkarten, ich habe es am Sonntag bei der Saisoneröffnung auch schon gesagt, Wahnsinn, ne? In der Oberliga 1000 Dauerkarten, da träumt manch Regionalligist von und das wollen wir einfach mitnehmen, diese Euphorie, die entstanden ist. Was ist der Unterschied? Ja, ein großer Unterschied ist, dass viele, viele Sponsoren hinzukommen. Ja, als ich damals hier war, war es eher so, so eine One-Man-Show, ne? Beziehungsweise am Anfang von zwei Leuten, dann nachher von einer Person nur noch. Und das ist halt, was man merkt, und was einfach immer noch da ist, die Fans. Und das habe ich jetzt in der Vorbereitung da gemerkt und da habe ich einfach Bock drauf, dann in der Saison mit den Fans, mit den Vereinen, mit euch allen, dass wir einfach erfolgreich sind. Ne? Ja. Hört sich gut an. Jetzt. Ich kann mich noch dunkel erinnern, als du noch bei uns gespielt hast. Ich glaube, in der Saison hast du auch nicht alle Spiele gemacht, hattest, glaube ich, immer dich ein bisschen abgewechselt mit deinem Kumpel. Ich weiß gar nicht mehr, wer da noch mit in der Mannschaft war. Jetzt bist du wesentlich routinierter. Ich habe dich jetzt gesehen, viel abgeklärter auf dem Feld unterwegs. Wo fühlst du dich am wohlsten? Ich denke eher, suchst du die 8. Ne? So, du hast so ein bisschen Toni Kroos-Aktionsradius, sage ich mal. So, erinnert mich jedenfalls ein bisschen daran. Ja, das ist das, was mir Spaß macht. Damals, als ich hier war, war es schon so eher der Zehner. Fühle mich aber auf der 8 schon wohler. Damals war es halt so klar, der Erfolg war nicht wirklich da. Trainer damals Michael Boris hat dann das eine oder andere wieder verändert, weil halt einfach der Erfolg nicht da war, was auch verständlich ist. Klar, dann für den Spieler, für mich dann teilweise echt blöd gewesen. Nichtsdestotrotz, auch damals war es eine schöne Zeit, auch wenn der Erfolg nicht da war. Ne? Deswegen freut man sich dann auch wieder zurückzukommen und man viele Sachen auch noch kennt. Was sich ein bisschen verändert hat, damals haben wir über den kleinen Rasenplatz vom Stadion auch manchmal gemeckert. Jetzt wären wir froh, wenn wir den hätten. Ne? Also das wäre dann jetzt schon wirklich super. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie sich das Stadion verändert, klar, es ist noch eine Baustelle, aber was sich da verändert, das hat jetzt am Sonntag auch schon Spaß gemacht und man hat es auch aus der Ferne mitbekommen, was die Fans hier einfach leisten, auch mit dem Stadion. Ne? Und das ist einfach Wahnsinn. Ja. Ja, mit dem Trainingsplatz ist im Moment ein bisschen mau. Ihr tingelt immer noch. Jetzt seid ihr hier wieder in Uerdingen. Jetzt geht es nochmal am Freitag, glaube ich, wieder in der Burg. Ihr wart gestern in Oppum. Habe ich schon bei den Interviews so ein bisschen rausgehört. Ist ein bisschen Thema unter euch. Im Moment habe ich aber den Eindruck, die gute Stimmung auch untereinander hebt das Ganze so ein bisschen auf, dass man auch mal sagen kann, na komm, dafür habe ich ja auch eine große Fanbase und eine coole Mannschaft. Natürlich ist das ein Thema, aber das sind Sachen, die wir nicht beeinflussen können.
Da muss sich der, also kümmert sich der Verein auch drum. Klar sind wir da so ein bisschen abhängig von der Stadt auch, dass wir da ein bisschen unterstützt werden noch, dass man dann irgendwann mal vielleicht eine feste Bleibe hat, ne? Aber wir nehmen das an, wir finden überall gute Rasenplätze vor. Man merkt auch die Vereine, so wie heute auch, kurz vorm Training wird der Platz gemäht. Überall, wo wir jetzt waren, wo wir gut aufgenommen. Wir versuchen auch dann uns auch gut zu benehmen, sodass wir die Kabine hier vernünftig hinterlassen, dass wir auch gerne wiederkommen dürfen. Und ja, wir können es nicht beeinflussen. Von daher, wir wollen auf dem Platz, wir wollen trainieren. Wir haben unfassbar Bock, jetzt Sonntag in Homberg Gas zu geben. Und da ist es dann auch scheißegal, ob wir jetzt hier in VfB Oeding trainieren, in Hülz trainieren oder bei Preußen Krefeld trainieren. Scheißegal. Ja, die Fans wollen einfach sehen, dass wir Gas geben Sonntag. Und das werden wir machen, ja. In den Ligen, in denen wir uns so gerade bewegen, ist immer irgendwas. Ne? Ja. Hast du immer was zum Modern, ist egal, was es ist. In Bocholt war ja auch schon mal das ein oder andere, was gehackt hat. Da war es mit dem Stadion, glaube ich, ein bisschen problematisch im letzten Jahr. Jetzt bist du mit Markus Jon zusammen aus Bocholt gekommen. Warst du auch Führungspersönlichkeit, bist als Kapitän auch da gewesen. Wie ist denn das abgelaufen als Markus Jon? Hat er dich direkt mitgenommen oder hat er erstmal hier unterschrieben und dann versucht, dich zu überreden? Oder wie ist das abgelaufen? Mhm. Du bist ja schon so ein bisschen in rechter Hand des Trainers, ne? Ja, das ist auch kein Geheimnis, dass wir uns gut verstehen. Ich habe letztes Jahr, wenn ich fit war, auch alles immer gespielt. Teilweise dann auch als Kapitän dabei gewesen. Habe eine sehr gute Saison gespielt. Der Verein wollte auch mit mir verlängern. Sicherlich waren auch Gespräche dort. Ich habe es aber dann irgendwann mich dagegen entschieden. Hat seine Gründe gehabt, warum ich mich dagegen entschieden habe. Sicherlich war auch ein Grund, weil Markus mich dann irgendwann noch angesprochen hat, ob ich es mir vorstellen kann, noch zurückzukehren nach Krefeld. Und ja, ich sag mal, das verfolgt man einfach. Auch wenn man nicht mehr beim KFC gespielt hat die letzten Jahre, kriegt man trotzdem es immer wieder mit. Und diese Euphorie, die, obwohl es letztes Jahr jetzt nicht so berauschend war, die Saison, hat man schon mitbekommen. Und ich weiß, dass Markus sehr viel auf Mentalität setzt, auf eine Mannschaft setzt, die dann einfach über den Mannschaftsgeist dann auch Spiele gewinnen will und auch erzwingen will. Und das ist das, was, was alle sich auch darauf einstellen können. Ne? Da wird eine Mannschaft sein, die wird kämpfen, Gas geben. Und das ist in der Liga auch wichtig einfach. Ne? Das ist schon ein Unterschied zur Regionalliga. Klar, die Mannschaften werden in der Regel gegen uns hinten drin stehen, werden versuchen, das Tor zu verteidigen. Und da muss man einfach Geduld haben. Und das ist auch so ein bisschen der Appell. Wir müssen alle zusammen immer 90 Minuten bis zur letzten Sekunde sondern einfach den Glauben haben, dass wir das Spiel gewinnen. Und wenn wir halt, ich sag mal, Wuppertal hat es jetzt in der Regionalliga gezeigt, zweimal hintereinander 96. 2-1, 3-2, scheißegal, Hauptsache gewonnen das Spiel. Und das wird in der Saison sehr, sehr wichtig sein. Ja. Das ist auch ein bisschen ein Unterschied zur damaligen Zeit. Da kann ich mich dran erinnern, war der Zusammenhalt in der Mannschaft nicht ganz so riesig. Ja, ist ja schon lange her, kannst du ja jetzt ruhig. Ja, es ist auch kein Geheimnis. Ne? Ich sag mal, das war nicht so jetzt die Mannschaft, wo man dann sagt, okay, ja, das hat man dann gemerkt, dass nicht jeder für jeden kämpft. Ne? Und das darf einfach nicht sein. War ein zusammengewürfelter Haufen damals. Ich habe es auch am Sonntag gesagt. Der Unterschied auch ganz klar ist, damals hatten wir Spieler wie Moe Drissou, der einfach eine überragende Karriere hinter sich hat. Aber die Spieler haben wir jetzt nicht. Ja, wir sind alle Spieler, die auch klar höher gespielt haben, aber wissen schon, worauf es auch ankommt. Ne? Wir müssen halt kämpfen, nur mit schönen Spielerei wird es nicht funktionieren. Das fängt jetzt Sonntag in Homberg an. Ja. Und von daher, ja, das müssen wir einfach vorleben. Und dann bin ich da sehr optimistisch und positiv gestimmt, dass es auch klappen wird. In jungen Jahren hast du einen Zweitliga-Einsatz und ein paar Drittliga-Einsätze gesammelt, warst du an der Schwelle zum Profitum. Jetzt wirst du 34 nächste Woche, da kommt man so langsam in den Herbst und wie du schon sagst, man rückt ein wenig weiter nach hinten im Mittelfeld. Wenn du da so zurückkriegst, haderst du so ein bisschen damit, dass es nicht ganz geklappt hat oder bist du zufrieden mit dem, was du erreicht hast? Ja, also ich bin schon sehr zufrieden. Klar, es hätte mehr sein können. Wie du schon sagst, ich war nah dran, es zu schaffen, den Sprung. Habe leider dann die eine oder andere Verletzung gehabt, die mich zurückgeworfen hat. Dann natürlich auch mit Abstiegen, mit Oberhausen. Erst aus der zweiten, dann aus der dritten Liga in die Regionalliga aufgestiegen. Klar, so Abstiege sind dann immer blöd. Nichtsdestotrotz habe ich einfach richtig schöne Jahre gehabt. Habe dann nach dem Jahr, wo ich hier beim KFC war, dann mich dafür auch entschieden, eine Ausbildung anzufangen bei der Bank. Da bin ich heute noch, auch überragender Schritt gewesen. Und dass ich so nochmal zurückkomme, habe ich damals, als ich dann in Sonsberg anderthalb Jahre gespielt habe, war das Kapitel eigentlich für mich beendet.
Aber dann habe ich schon nochmal gemerkt, okay, der Reiz ist da, ich habe Bock zu kicken. Und so kam es dann letztes Jahr mit Bocholt auf, oder vorletztes Jahr der Aufstieg mit Bocholt, Regionalliga noch ein Jahr. Und jetzt hier, und ja, ich habe einfach Lust, weiter ambitioniert Fußball zu spielen. Ja, 34 ist natürlich schon mal eine Zahl. Man sieht es mir auch nicht an, würde ich jetzt einfach mal sagen, höre ich öfters. Fühle mich gut. Toi, 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 bin die letzten Jahre verletzungsfrei geblieben. So kann es gerne bleiben, und von daher, ja, ist nur eine Zahl. Ich wäre froh, wenn ich 34 wäre. Insofern, alles gut. Jetzt hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Ja. Du arbeitest bei einer Bank neben dem Fußball. Was machst du sonst noch so zum Entspannen? Ja gut, sehr viel Zeit bleibt da nicht mehr übrig. Ne? Klar, die Bank ist schon, ja, nimmt mich sehr in Anspruch. Dann natürlich klar fast jeden Tag Training. Ich mache es unfassbar gerne, sonst wäre es auch nicht ganz so easy, beides unter einen Hut zu kriegen. Aber ansonsten klar, Familie, Freunde, einen Hund habe ich auch noch, mit dem man sich da mal kümmern kann, spazieren gehen kann und einfach mal ein bisschen abschalten kann. Und ja, ansonsten, ja, Fußball ist einfach meine Leidenschaft. Und das ist dann, sehe ich es dann nicht als Job an, sondern ich spiele einfach gerne Fußball. Und von daher passt das. Wie sieht deine weitere Planung noch aus? Du hast laut Transfermarkt ein Jahr Vertrag beim KFC. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die wissen meistens nicht so gut Bescheid. Wie ist das bei dir geplant? Nee, ich habe für 2 Jahre unterschrieben. Ich habe dafür entschieden, 2 Jahre zu unterschreiben. Ja, das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Was danach ist, mal schauen. Klar, jetzt ist man in dem Alter, wo man nicht mehr sagen kann, okay, in 10 Jahren bin ich da und da. Von daher 2 Jahre Vertrag, ich fühle mich fit, und dann mal schauen, wo wir dann sind mit dem KFC. Ich hoffe, dass wir dann auf 2 erfolgreiche Jahre zurückblicken können und dann einfach mal schauen, wie es weitergeht. Welchem Verein drückst du so die Daumen? Ist RWO noch so ein bisschen bei dir im Herzen, oder gibt es einen anderen Verein? Ja, ich habe 19 Jahre bei RWO gespielt. Natürlich verfolgt man das, aber ja, hat sich viel verändert in den Jahren beim Verein. Ne? Klar, wäre jetzt gelungen, wenn ich sage, okay, interessiert mich nicht, ist mein Jugendverein, ich komme aus Oberhausen, von daher kriegt man da schon vieles mit. Aber ich bin einfach Fußball interessiert. Ich mag Traditionsvereine, das sieht man ja auch, wo ich überall gespielt habe. Aber jetzt zählt einfach nur der KFC, und alles andere will ich einfach ausblenden, will erfolgreich sein, und ja, da haben wir eine gute Mannschaft, und zusammen mit den Fans, mit dem ganzen Verein drumherum, mit der Stadt, wird das was. Also, Unterschied zu RWO ist zum Beispiel, bei uns gibt es noch einen persönlichen Preis wie den Kalle. Da frage ich ja alle nach, ob die schon mal was davon gehört haben und ob das auch so irgendwo ein persönliches Ziel sein kann, so ein Ding zu gewinnen. Ja, ein Preis will man immer irgendwo kriegen. Ne? Ich sag mal, klar, Kalle kennt man. Jeder, der schon mal beim KFC gespielt hat, hat ihn auch schon mal gesehen. Schon vorher. Ja, natürlich. Der war früher schon mal fast bei jedem Training. Ich sag mal, das Stadion kann noch so voll sein. Man hört ihn trotzdem. Und ja, jeder, der an KFC denkt, denkt an Kalle. Ist einfach so. Und das macht den Verein auch aus. Und das macht KFC aus. Das macht Traditionsvereine aus. Und deswegen spiele ich auch unfassbar gerne für Traditionsvereine. Und ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, einen Preis will man immer gewinnen. Wenn ich mich jetzt entscheiden dürfte, würde ich vielleicht einen anderen Preis nehmen nächstes Jahr. Den Aufstieg. Oder was soll es sein? Ja, natürlich, als Sportler strebt man immer nach dem Maximum. Ne? Aber einen Aufstieg kann man nicht planen. Das ist einfach so, ist jetzt auch nicht einfach so dahergeredet. Da gehört vieles zu. Wenn wir demütig bleiben, alle zusammen, dann werden wir wirklich eine erfolgreiche Saison spielen. Bin ich von überzeugt. Das glaube ich auch. Demut ist immer gut. Ich wünsche dir alles Gute für die Saison. Klasse Start in Homberg. Bleib verletzungsfrei. Und dann wollen wir mal gucken, wen ich mir in Homberg auf dem Rasen zu Gemüte führen muss. Ja. Und ob wir was zu freuen haben am Sonntag. Da gehe ich von aus. Danke dir. Ich habe zu danken. Komm gut nach Hause. Ciao.